Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play World of Warcraft Mists of Pandaria. Wieder mit unserer Ryuka, die jetzt gerade aussieht wie ein Tier. Oh, du bist voll das Tier, ey. Ja, wir sind voll das Tier, richtig. Im regnerischen Stranglethorn. Aktuell geht die Tendenz auch dahin, dass ihr eigentlich noch ein bisschen Stranglethorn sehen wollt, also mehr so Richtung Ausgrabungslager. Mal gucken, wie sich das noch schwanken oder ändern wird. Falls das so bleibt, ja, dann werden wir halt in Kürze hier unsere Zelte aufbrechen und ich denke mal spätestens in der nächsten Folge uns dann in die zweite Hälfte von Stranglethorn aufmachen, um in das Ausgrabungslager zu gehen. Also sprich da unten hin. Aber jetzt haben wir gerade noch Fleischsteher Takashi offen und hier ein paar Ikonen und den Tiger machen wir auch noch platt. Und ich glaube, das sollten wir mindestens in der Folge packen. Also ich werde jetzt hier mal wieder, weil das wirklich gut klappt aktuell, so ein bisschen mehr von dem hier pullen. Da draußen sind noch ein paar. Zack. Na, kommt mal alle her. Und dann werden wir mal den hier machen. Machen wir den hier. Zack. Zack. Und dann hauen wir mal die Chi-Welle raus. Und dann zünden wir sie jetzt gleich mal an. Feuerico! Das war's schon. Da sind schon welche umgekippt. So, jetzt die letzten beiden. Ach, guck mal. Da haben wir sogar schon die Ikone und die irgendwas anderes haben wir auch schon. Wir können aber jetzt erstmal Emerin rufen, damit wir die Quest abgeben. Hallo Emerin, benötigt irgendetwas? Das Salz? Wir haben, was wir brauchen. Seid ihr bereit dazu, den Altar von Nayas zu aktivieren, Ryuka? Das Salz, das ihr gebracht habt, reichte aus, um die Verzauberung im Inneren der Armschienen zu aktivieren. Ich habe diese Verzauberung gesammelt und zu einem Beschwörungsstein zusammengefügt. Eine Gabe, könntet ihr sagen. Eine Gabe, könntet ihr sagen. Kehrt zur Insel Nayas zurück und legt die Gabe auf Nayas Altar. Ruft mich, wenn ihr Nayas Herz habt. Okay, wir sollen Nayas umhauen, irgend so ein Obermacker-Typi. Was haben wir hier denn noch? Noch eine Zinnader. Zinn ist momentan verdammt viel wert im AH. Also da wirst du ja bekloppt bei, wenn du dir die Preise anguckst. Und wir werden mittelreich. Also jetzt haben wir gerade schon 44 Gold. Ich würde sagen, das Epic Mount, was wir eigentlich erst in 30 Leveln kriegen, das ist schon finanziert, wenn man so will. So, komm mal her, du hässlicher Troll. Ich glaube, ich habe gerade deine Mutter umgebracht. Ich hoffe, das stört dich nicht. Naja. Zumindest glaube ich, das war das der Kerl mit dem Brusthahn? Ich bin mir nicht sicher. So, mal schauen, ob wir noch einen Pulk hier finden, damit wir ihn nochmal hier richtig schön ein paar mehr Trollohren umhauen können. Da haben wir drei auf jeden Fall. Dann kommen den alten Tiger, da nehmen wir noch dazu, weil einen brauchen wir noch. Und ja, dann würde ich sagen, geht's los hier, die Party. Zack, das Schild einmal an. So. Und nochmal ein bisschen die Welle. Das ist die perfekte Welle. Ich kann das nicht angreifen. Ach, gut. Die Ikone vom Pyongyang oder so. Perfekt. Ich kann nicht mehr tragen. Tigerhatz, ihr habt die mächtigsten Tiger im Schlingnontal besiegt. Aus euch ist ein meisterhafter Tigerjäger geworden und ihr könntet eure Jagd hier und jetzt in Ehren beenden. Irgendwie habt ihr jedoch das Gefühl, dass noch eine noch mächtigere Katze in diesem Dschungel auf euch wartet. Legenden sprechen von einer schwer aufzuspürenden Tigerin, einer Raubkatze, deren Macht selbst die ausgewachsenen Männchen in den Schatten stellt. Die Jäger von Nessing Valerys Expedition haben ihr ohne Erfolg nachgestellt und viele von ihnen sind ihren reißenden Krallen zum Opfer gefallen. Die Leichen dieser Unglücklichen verwesen nun am Fuße ihres Hügels, nördlich von Gromgol. Der Name der Bestie lautet Sindal. Ihr entschließt euch, das zu tun, was noch keinem Pandaren gelungen ist, Sindal zu jagen, zu töten und ihre Tatze als Trophäe zu erbeuten. Das klingt auf jeden Fall mal nach einem Plan, den wir durchaus gewillt sind umzusetzen. Dafür werfen wir unsere schleimigen Knochen auf jeden Fall raus. Denn ein Leinenstoff, das können wir auch nicht wirklich gerade. Ich meine, wir werden jetzt, glaube ich, Fetisch der Takashi, wo kriegen wir den dann nochmal her? Ist der hier irgendwo drinne? Hätten wir den looten müssen? Ich weiß es gerade nicht. Ach, der muss die irgendwie suchen, oder was? Ja, lauf. Und jetzt?
Was tust du da? Aha, er hat irgendwas gefunden. Wo rennt der denn jetzt immer hin? Dann müssen wir jetzt immer warten, bis er irgendwas ausbuddelt oder was? Na los, gib's mir. Gib es mir, gib es mir. Ah, vielen Dank. Ja, okay, dann lassen wir ihn mal ein bisschen rumrennen. Den kleinen Spielkameraden. Wo ist er denn jetzt hin? Der ist so klein, ne? Wo ist er denn? Hallo? Ah, da hinten. Danke. Dankeschön, lieber Schmetterschwanzjunge. Was kriegen wir denn als nächstes für Zauber? Das könnte man eigentlich mal gucken. Speerhandstoß. Ihr schlagt das Ziel gegen die Kehle. Mh, lecker. Dann kann er nicht mehr sprechen. Ja, komm her, gib schon. Gib das her. Kampfstil. Hieb ändert sich abhängig von der ausgerüsteten Waffe. Ich weiß gar nicht, ob wir den schon davor hatten. Also irgendwas Neues haben wir zumindest vorhin nicht bekommen. Auf 29, glaube ich. Auf 30 haben wir aber was bekommen. Berührung des Todes hatten wir davor schon. Das ist voll tückisch, dass der so rot ist. Man denkt eigentlich, selbst wenn der aktiv ist, dass man dafür gerade nicht die... Ach, du musst noch weiter was sammeln. Dass die, Dass der irgendwie genug Energie hat oder so ein Schmuh. Der wilde Tiger. Haben wir einen neuen Kampfstil bekommen? Nö. Das haben wir nicht. Also eigentlich nichts großartig Neues. Schadensumleitung, bla bla bla. Wir können die Glocke... Achso, die Glocke haben wir, glaube ich, noch aktiv, ne? Ja. 14 Minuten, ne? So. Ey, mir passt dein Gesicht nicht, Freund. Ja? Guck dir den mal an. Ah, er hat was Neues gefunden. Na dann, hopp hopp, flotti karotti. Du brauchst mich nicht in der Nähe dafür, ne? 6 Level Unterschied schon. Junge, Junge. Das zeigt uns schon mal, dass wir hier echt weg müssen. Wir sind einfach zu niedrig. Wobei die echt lange dauern zu besiegen. Mit dem... Ich meine, mit dem Krieger, da haust du dem einmal auf dem Kopf und dann bum bum, ist er weg. Ja, dann haben wir es doch. Dann können wir doch jetzt hier Sindal umhauen, oder? Sehe ich das falsch? Da ist der Hügel von Sindal. Gehen wir mal der alten Tigermutter einen Besuch abstatten und schauen, wie sie so drauf ist. Vielleicht rückt sie ja die Tatze freiwillig raus, weil sie irgendwie Nagelpilz oder sowas hat. Sindal, wo bist du? Da oben, da unten ist sie ja. Was machst du da unten, Sindal? 6 Zinnerz haben wir bekommen. Na? Du alte Nuss? Jetzt gibt's aber richtig mächtig Haue, ne? Ist dir das eigentlich bewusst? Alter, kriegst du jetzt auf die Fresse, ey. Ich sag's dir. So. Ach, das können wir gar nicht machen. Ich will die ganze Zeit auf Berührung des Todes gucken. Aber, ja. Ich glaube, das können wir uns abschminken gerade. So. So. Ja, komm schon. Na, komm schon. Ja, du musst nicht wild rumspringen oder so. Ja, ja, genau. Inventar ist voll. Bäh. Inventar ist voll. Die Tatze will ich aber haben. Dann kann das hier eigentlich weg. Gut. Was haben wir denn jetzt noch? Ja, eigentlich können wir abgeben gehen. Die Schnappkiefer-Krokolisken, auf die habe ich jetzt eigentlich gar keinen Bock mehr. Wo sind die denn? Wir können mal gucken, ob wir da vielleicht jetzt zufällig gerade mal 3 schnell auf die Schnelle kurz kriegen. Auf die Schnelle, kurz, schnell, kurz, wie auch immer. Also hurtig, wenn man so möchte. Hey Krieger! Bist du ein Krieger? Ja, wir alle sind Krieger! Hurra! Ich bin ein Mount. Mit Flügeln aber kann ich fliegen. Ein gestutzter alter Obsidian. Nachtschwingen, Panther, Gestalt. Zinn. Da oben ist noch eine Zinnader. Da nehmen wir den Umweg doch gerne in Kauf. Denn theoretisch hätten wir auch noch die Schattentatzenpanther, aber... Da gibt es, glaube ich, auch noch so einen Boss. Und ich glaube, am Ende kriegt man irgendwie dann ein blaues Item, wenn man alles fertig hat. Und ein Achievement. Ist die Frage, machen wir das oder machen wir das nicht? Machen wir das oder machen wir das nicht? Ich meine, rein theoretisch sind die Quests ja da schnell erledigt.
Von daher wäre das... Oh, hier ist schon wieder irgendjemand unterwegs. Alter, hier bei den Krokodilen ist nur, sind nur Leute unterwegs. Das ist doch lästig. Ja, so kann ich nicht arbeiten. Er ist auch schon wieder tot. Mann, Mann, Mann. Und da, überall tote Krokolisken. Komm, die Krokolisken-Quest, die brechen wir jetzt ab. Keine Lust auf so einen Schmuh hier. So, abbrechen. Kannst du vergessen, mein Freund. Es dauert mir hier viel zu lang mit dir. Ich würde fast sagen, wir gehen jetzt mal hier noch schnell die Dschungelpirscher und die Schattentatzenpanther töten. Und werden uns dann in Richtung Heimat bewegen. Also zum Rebellenlager wieder zurück. Es müsste eigentlich noch drin sein. Und es regnet hier in Strömen, ja. Und ich habe meine Regenkleidung nicht dabei. Ist so eine Sauerei. Vor dem Herrn. Das Zinn wird noch mitgenommen. Aber wir haben schon wieder bald ein Level up. Schon wieder bei 32. Also das ist, das geht momentan so schnell. Wirst du innerhalb von einer halben Stunde irgendwie, kriegst du da fast zwei Level oder so. Ich glaube, auf 29 haben wir vorhin angefangen und haben innerhalb von 20 Minuten, ich glaube, zwei Level gemacht oder so. Ist schon echt heftig. So. Welches Level haben die denn? 26, naja, das ist ja auch keine Herausforderung. Können wir gleich mal gucken, ob wir wieder ein paar mehr finden. Melonensaft, wer will denn so einen Quatsch haben? So. Auch happy. Ja, der Hund, der ist immer noch da. Der heult wieder ein bisschen rum, weil Frauchen gerade nicht da ist. Hör auf rumzuheulen, Happy. Ja, ja, ich sag's euch. Der muss noch mal ein bisschen lernen, dass er nicht rumzuheulen hat, wenn Frauchen nicht da ist. Aber hat letztens echt abgeräumt auf einer Ausstellung. Wir wollen ja mit ihr züchten. Das wissen wahrscheinlich noch nicht so viele von euch. Und dafür muss man dann auch auf Ausstellungen gehen. Ist erstaunlicherweise nicht so, wie sich die meisten vorstellen. Also es gibt natürlich immer ein paar Bekloppte, die ihren Hund, weiß nicht, mit Edding die Krallen anmalen oder so einen Scheiß. Das sind dann meistens Leute mit so einem Fußhupen. Also mit diesen kleinen Kleintrettieren. Mini-Yorkshire und so ein Quatsch oder wie die ganzen Kleintiere heißen. Ja, aber ansonsten die meisten, gerade mit den größeren Rassen, da passiert das eigentlich eher wenig oder eigentlich gar nicht, sagen wir es mal lieber so. Und wenn das passiert, naja, dann haben die Leute echt eine Macke. Das ist echt, ja. Wisst ihr selbst, denke ich mal. Ich glaube zumindest, dass die meisten mir da mit einstimmen, dass man schon einen mittelschweren Schaden hat, wenn man seinem Hund irgendwie die Fußnägel mit dem Edding anmalen muss, damit sie besonders schwarz aussehen. Vor allem ist es ja eigentlich Betrug an der Sache an sich, oder? Ich meine, wenn ich meinem Hund irgendwie die Fußnägel anmale, dann ist es doch nicht mehr, ist er doch nicht mehr vorzeigekräftig, beziehungsweise ist er nicht mehr so, wie er eigentlich ist. Sondern dann ist ja die Person, die das macht, eigentlich nur irgendwie ja. Fame geil. Preise geil. So nach dem Motto. Alter, durch unseren doppelten Buff kriegen wir 20 Beweglichkeit jetzt. Das ist mal gar nicht ohne. Nicht schlecht, nicht schlecht. Was, kommt da gerade noch ein zweiter? Nö. Ich dachte gerade. Na komm. Gib mir dat Energie. Raptorenhatz ist fertig. Ihr seid jetzt keine einfache Raptorin-Jägerin mehr. Ihr seid jetzt eine waschechte Raptorenschlechterin. Doch ein sagenumwogener Raptor hat sich euch bis jetzt entzogen. Dieser Tethys. Bevor ihr zu Nessing Valerys Expedition zurückkehrt, müsst ihr das Unmögliche wagen. Macht Jagd auf den Raptor, den noch kein anderer Jäger fangen konnte. Dieses Tier ist unter dem Namen Tethys bekannt. Und versetzt die südöstlichen Gegner des nördlichen Schlingnortals in Angst und Schrecken. Die Krallen von Tethys bei diesem Zwergenjäger abzuliefern, sollte ein Beweis genug dafür sein. Sollte Beweis genug dafür sein, dass ihr kein gewöhnlicher Pandaren seid. Nein, wir sind sowieso special. Wir sind voll der Super-Pandaren, Mann. So, Tethys. Du hast lang genug gespeist. Ich weiß, wo dein Haus wohnt. Du kriegst jetzt voll auf die Fresse. Oh, hallo!
Schade, dass von denen nicht so viele unterwegs sind, dass man hier von den Dingern einfach mal 5 oder so pullen könnte. Nee, die muss man einzeln platt machen. Und die einzeln platt zu machen dauert viel länger, weil wir echt irgendwie mehr Schaden machen, wenn wir so AOE-Zeug umspellen. Was macht ihr denn hier? Ogermagier. Was machen denn hier die Oger? Hä? Die kenne ich hier noch gar nicht. So, Tethys. Tethys, Tethys. Nö, das bist du nicht. Tethys, Tethys. Ich glaube, der ist ein bisschen weiter hinten oder so, ne? Tethys, du bist auch nicht Tethys. Ja, früher war Tethys ganz woanders. Früher war Tethys unterhalb der Arena von Gurubashi. Gibt es die Gurubashi-Arena noch? Ja. Also, da irgendwo. Ja, aber da, wo er früher war, da ist ja... ihr seht es ja selbst. Nichts mehr. Wir könnten rein theoretisch mal Target Tethys machen. Ah, der ist nicht mal in unserer Nähe gerade. So eine Sauerei. Tethys versteckt sich. Dass die Raptoren aber hier auch in friedlicher Koexistenz mit den Trollen leben, das ist ja schon wieder, das geht ja schon wieder gar nicht. Das geht ja schon wieder gar nicht. Was haben wir hier? Eisen. Oh, geil. Unser erstes Eisenvorkommen, wenn ich mich nicht täusche. Ach, das ist ein epischer Moment. Zum ersten Mal Eisen. Sag mal, Tethys, wo bist du denn jetzt? Altes Haus. Ich verstehe das nicht. Tethys, Tethys. Der spielt bestimmt Tetris. Wir könnten den... Ah, hallo Tethys. Dich habe ich gesucht. Wir hatten noch eine Verabredung. Oh, bist du nicht gekommen? Du hässlicher Raptor. Ne? Ich habe auf dich gewartet, so lange. Voller Freude. Und du? Du hast mich einfach im Stich gelassen, Tethys. Kriegst jetzt auf die Fresse, Tethys. Ja, Happy, ja. Heul mal rum. Ja, Happy heult im Hintergrund rum. Zack. Boah, seriously. Schon wieder. Weg damit. Okidoke. Schauen wir mal, ob wir noch die 5 Schattentatzen-Pantherchen zusammenkriegen. Der beste Ort scheint mir hier zu sein. Also da. Da so. Ich muss schon wieder was trinken. Ah. Ich meine, die meisten unterschätzen es wahrscheinlich, aber... Also ich könnte niemals ohne Trinken kommentieren. Ich sag's euch. Ich quatsche mir da mal den Mund fusselig. Und... Ah, hallo. Und, weiß nicht, ich würde voll den trockenen Mund kriegen, wenn ich das, wenn ich ohne Trinken kommentieren würde. Aber ich bin aber auch immer am Quatschen und am Faseln und am Blabbern und weiß der Geier. Weiß der Geier oder weiß er nicht. Scheißegal, ich kille dich. So. Wo versteckt ihr euch? Komm, Mizi, 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 Mizi. Komm. Ah, hallo. Hallo, Mizi, Mizi. Ich glaube, da kommt nämlich auch noch ein Boss. Und da müssen wir alle Bosse quasi im Dschungellager abliefern und kriegen dafür dann irgendwie den Überboss oder wir bekommen ein Item dafür. Ich bin mir nicht mehr sicher. Warum haben eigentlich Panther Tigerfleisch als Loot Drop? Kann mir das mal einer erklären? Panther sind keine Tiger, ihr Banausen. Nein, Pantherfleisch schmeckt ganz anders als Tigerfleisch. Das müsst ihr doch wissen. Also ich persönlich als... Tigerfleisch-Fachexperte weiß das natürlich. Bäm. Ihr schlagt das Tier gegen die Kehle. Ja, das ist verstummen. Eigentlich können wir das hier unten hinpacken, weil das ist... Weiß nicht. Maraudon freigeschaltet. Wir können jetzt nach Maraudon. Yeah. Neuer Dungeon. Das wurde uns wahrscheinlich vorhin angezeigt, von wegen, wir können so viele neue Dungeon rein. So, herzlichen Glückwunsch. Du kannst jetzt in Dungeon XYZ und P auch. Falls du das möchtest. Aber nur, wenn du möchtest. Und wenn du das tust, dann gibt es einen Snickers oben drauf. Verdammte Axt, Mann. Sind wir geil. So, Panther hat's abgeschlossen. Die Schattentatzenpanther haben sich gegen eure Fähigkeiten nicht behaupten können. War ja klar. Nur noch eine Aufgabe verbleibt. Natürlich, Bagtera.
Ihr habt schon fast bewiesen, dass ihr die Kunst der Pantherjagd meisterlich versteht. Ein Panther jedoch hat sich euch bisher entzogen. Es wird in Liedern von einem mächtigen Panther erzählt, der den Namen Baktera trägt. Ihr werdet ausprobieren, ob es euch mit... Hallo, König. Das ist, glaube ich, der, den wir nachher irgendwie umbringen müssen. König Bangalasch. Du hast mich gerade rüde unterbrochen. Bist du dir eigentlich sicher, was du hier gerade tust? Ja, ja, komm her. So, gute Nacht. Ja, ja. Mann, Mann, Mann. So, wo waren wir stehen geblieben? Ihr werdet ausprobieren, ob es euch mit euren Fähigkeiten gelingt, das große Tier zu erlegen. Wenn ihr den Fangzahn von Baktera zu Ergardin bringen könnt, sollte das Beweis genug sein, dass ihr ein Meister der Pantherjagd seid. Und im Hintergrund heult auch schon Happy. Ja, die möchte natürlich nicht, dass Baktera stirbt. Tut mir leid, Happy. Baktera muss leider dran glauben. Also, auch wenn du das nicht möchtest, mein lieber Hund. Aber... ja, was soll ich dazu sagen? Baktera hat schon viele Menschenleben gerissen. Menschenleben vor allen Dingen. Menschen gerissen und es wird in Liedern über ihn gesungen und über uns nicht. Und allein dieser Faktor, ja, da brauchst du jetzt gar nicht widersprechen. Und du musst jetzt auch gar nicht an meine Hose gehen, Fräulein. Geh von meiner Hose weg. Ja? Ich meine, über uns wird nicht in Liedern gesprochen. Wir können doch mal Süßes oder Saures machen. Süßes, sonst gibt's Saures. Ich kann nicht mehr tragen. Fuck you. So. Süße, sonst gibt's Saures. Yay. Ist eigentlich voll episch. G-Nerds. G-I-I-I-I-I-Nerds. G-I-Nerds. Die nehmen wir mit. Die kann man schmecker, schmackofatz. Mann, sind wir klug. Ihr seid vielleicht nicht klüger, aber ihr seht so aus. Weiß ich gar nicht, ob ich jetzt so klüger aussehe. Eigentlich wollte ich das Taxi nehmen. Das Taxi nach Hause und die Quests abgeben im Rebellenlager schon mal. Da müsste doch nochmal ein Level drin sein. Und dann machen wir im nächsten Part, ja, fangen wir dann mal mit dem Süden an. Also wir werden uns noch Baktera holen, würde ich sagen. Baktera, das klingt fast schon so wie so ein Maskottchen von Karius und Baktus oder so. Baktera. Wie ein Maskottchen für eine Bakterie oder sowas. Keine Ahnung. Ja, und dann werden wir uns hier gen Süden ja, zur Ausgrabungsstätte begeben. Würde ich sagen. Ich bin noch am überlegen, ob wir das Herz von Naias, also ob wir Naias noch umhauen. Ich glaube, da gibt es nicht so was Tolles. Das Herz von Naias. Naja. Nee, nicht wirklich. Nicht wirklich. Können wir abbrechen. Brauchen wir nicht den Scheiß. Hallo. Wahrscheinlich basieren die Tote im Wesen auf einigen der fantastischen Kreaturen, die durch diesen Dschungel streifen. Wer bist denn du? Erst rettet ihr mich aus dieser Zelle und des Wahnsinnigen und nun bringt ihr mir einige der Schlüssel zum Verständnis des Trollschamanismus. Diese Woche kann sich sehen lassen. Noch einmal, Ryuka. Noch einmal vielen Dank, Ryuka. Ich werde dafür sorgen, dass der Wildhammer-Clan euch unterstützt, wenn ihr eure Reise fortsetzt. Wir haben einen guten Ring, den wir nehmen können. Ich glaube, das macht auch Sinn. Der ist auf jeden Fall besser als der robuste Bronzering. Als der hier, meine ich. Perfekt. Dann geben wir die andere Quest noch ab. So. Hi, wie geht's? Wie viele Fetische habt ihr gefunden? 8 Stück. Hey, jetzt mal gut hier. Ja, ist gut. Brauchst du mir gar nicht ein Küsschen zu geben. Willst du was? Willst du der Nation was sagen? Komm mal her, hopp, hopp. Hopp, hoppi. Happy, komm mal. Ja, hallo. So, guck mal, hier ist das Mikrofon. Sag doch mal was. Ja, Hechel, Hechel, sag mal, gib laut. Gib laut. Ja, du musst mich jetzt nicht abschmatzen. Okay, Entschuldigung, das war eine kurze Unterbrechung. Aber, ja. Happy wollte unbedingt irgendwie euch was mitteilen. Ja, du brauchst jetzt nicht noch weiter quietschen. Ist gut. Die verschaffen uns ein wenig. Wie heißt das noch gleich, dieses Trollwort Voodoo? Juju, Tiki Beng Beng, Tiki Tikla Beng. Ist egal. Wenn wir einen Troll neu erbauen wollen, brauchen wir Trollmagie und diese Fetische sind voll davon. Holt Gansulas Leiche aus Sulkunda. Ich bin gerade mal am gucken, wo Sulkunda ist. Okay, das werden wir nicht mehr tun. Nach Sulkunda habe ich gar keinen Bock. Da werden wir nicht hingehen, deswegen werde ich die auch abbrechen. Und das haben wir gemacht. Was ist mit dir hier? Was kann ich für euch tun?
Bevölkerung der Trolle, das ist auch Sulkunda, ne? Wir gucken mal, wo das ist. Das ist ebenfalls in Sulkunda. Nach Sulkunda möchte ich, wie gesagt, nicht nochmal. Ich finde Sulkunda auch absolut ekelhaft. Gefällt mir gar nicht. Okay, dann soll es das für diesen Part gewesen sein. Und, jo, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Wir sind jetzt ja bald schon 33. Und bis zum nächsten Mal. Das war euer Rio mit World of Warcraft. Und rock on, ciao.